Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Insurgency. Mit dabei wieder Rico und Tactical Lady. Hallo. Hallöchen. Und dieses Mal wieder Strike auf District, aber diesmal halt in der etwas, ja, erweiterten Version. Bisschen längere. Letzte Folge war ja noch Mischmasch von beiden Karten. Diesmal nur eine. Ja. Und Rico stellt mal wieder die standarddoofen Fragen immer am Anfang der Folgen. Müssen wir das zerstören oder einnehmen? Zerstören diesmal. Wir sind diesmal die guten Jungs. In Anführungszeichen. Okay. Oh. Ich lauf. Aber diesmal sind es auch, du siehst ja, du kannst ja mehrere Punkte einnehmen. Das Ding ist, bei Strike, du hast ja drei Fragezeichen, das sind drei hohe Fragezeichen. Und die wissen halt nicht, welche von diesen drei Fragezeichen oder welche von diesen drei Positionen die Originale ist. Zwei sind Fake, eine ist Original. Das hat die coole Sache, weißt du? Deswegen haben die von auch nicht gewusst, wo genau die Bombe ist. Das ist der Bombenspot. Das heißt, wo ich die zwei Dinger zerstört habe vorhin, das war Glück einfach, dass das tatsächlich die richtigen Dinger waren. Ja, genau. Ja, man, das lag krass. Es gibt immer eine von insgesamt drei. Ich hab mich auch schon gewundert, ehrlich gesagt, warum man drei Spots verteidigen muss und einer reicht, den man zerstört. Das ist ja echt extrem schwer, echt so ein Ding dann durchzuziehen oder zu gewinnen als Verteidiger. Ja. Das Ding ist aber, wenn du halt eine Fake-Kiste zerstörst, wirst du halt respawned, wenn die Leute tot sind. Das ist halt ein bisschen fair. Vermute ich jedenfalls. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war's. Okay. Ich hoffe, Leute, sehen ihr bei meinem Video gerade genug? Das ist nämlich relativ dunkel, wo wir gerade sind. Oh, ich denke mal schon. Ich will raus. Ich denke dann, diesmal ist der Feind, der mit den Torbahn, ne? Nicht die Amis. Ja. Ja. Gut. Lady auch drin, ja, ich seh's. Ich der Einzige, der noch lebt. Oh, das Sofa ist langsam richtig voll hier, ne? 1, 2, 3 Leute seid da noch. Mann, der, wisst du das? Weiß ich nicht. Ja, der kam aus dem Haus raus. Aus irgendeinem Haus. Einer ist im oberen Stockwerk da oben, über dir. Fuck, das gibt's nicht hier. Okay, ich wechsle mal ganz kurz die Klasse, Schatz, dann kannst du mal ganz kurz wieder nehmen. Du musst Support nehmen, ne? Ich hab's. Ich glaube, ich nehme mal hier C4 und wie heißt die M590, genau, mit Slug. Ja. Leutspur, was bringt dir eigentlich ein Leutspur, außer dass er dich verrät? Naja, Taktik halt, ne? Wenn, Gesundheit, wenn du halt ein Spiel hast, wo du die Anzeige nicht anhast, dann siehst du halt, wo die Gegner von dir sind. Kannst halt sagen, ich beschieß gerade Leuchtspur oder so, oder wissen, also kannst eigentlich ein Positionsverrate. Ach so, okay. Aber, ja. Sieht schick aus. Ein Armer wär zum Beispiel ein übster Positionskiller, ne? Ja. Also vor allem wissen, wo du bist. Stimmt, ja, so sehe ich natürlich, wo die Leuchtspur meiner Kollegen hinfliegt. Sowas halt, dass du halt siehst, wo fliegt die Kugel hin. Ja. Weißt du, searchen sie wahrscheinlich dann schon zu spät ist, aber. Ja, wahrscheinlich. Wobei ich weiß halt nicht, ob sie unterschiedliche Farben haben, weil normalerweise ist es ja so, dass du halt mehrere Farben hast. Ja. Mal ganz kurz, ob unser Kollege weiß, dass der bloß noch 18 Sekunden Zeit hat, irgendwas zu machen? Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der plädiert auf Kill, da war doch gerade jemand. Hast du nicht gesehen? Links, Fenster, links. Die ganze Zeit schon, der eiert da die ganze Zeit schon rum mit dem Typen da oben. Ja, das sind ja wieder die. 4 Sekunden noch, 3, 2, 1. Drück mal einfach ab, vielleicht holst du noch. Nee. Okay. Doch, super. Noch gestorben. Aber nee, aber Niederlage war offiziell, dass die Zeit abgelaufen ist. Nicht der Tod. Naja. Nicht gehabt. So fucking low. Da gehen sie lapdown. Da weint schon die Frau im Hintergrund. Naja. So. Ich hab immer noch einen Punkt übrig zum Vergeben. Das gibt's doch gar nicht. Ich werde die ganzen Punkte nicht los. Ich hab noch einen neuen mit, so. Yes, sir. So, wo gehen wir hin? Wollen wir uns auf den Spot einigen? Ja, wir gehen wo gegen die ganzen meisten. Wir gehen links lang. Links, warte mal, rechts kommt links. Ja, wenn alle rechts gehen, gehen wir links. Ja. Wir agieren also im Hintergrund. Übelst hier unsichtbar und so. Oh ja. Ach, hier, Tactical Ladies im anderen Team. Sehe ich gerade einen anderen Squad, aber ist nicht schlimm. Ja. Das bist bei Bravo, wir sind bei Alpha drin. Ist aber nicht schlimm, ich sehe dich trotzdem halt nur in Blau. Nicht schlimm, nicht schlimm. Macht nichts, alles gut. Ich glaube, ich hatte meine Klasse. Naja, haben sie glaube ich noch. Ich bin da aus Alpha, aus Support weg. Also ich muss sagen, auf der Karte verkacke ich eigentlich oft. Muss ich sagen. Das ist also Karte. Die Map ist echt nicht so meins hier, ja, glaube ich. Ich habe auch wieder Schwierigkeiten momentan, weil gerade die Gebäude sind halt immer so verwinkelt. Ja. Ach. Jetzt gehe ich gerade mit Slug ran, das ist irgendwie voll dämlich, aber... Man muss aber beachten, auch wenn der Lorenzo so, dass er dann auch nicht schießen kannst, richtig, ne? Ist halt außer Atem. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also, die Faktoren. Du bei uns halt... brennst. Ja. So, ich nutze einfach mal die Chance. Und renne. Ja. Oh, hier kommt jemand jetzt, glaube ich.
Okay, ich guck mit in deine Richtung, da. Weil der wurde nämlich gerade erschossen. Hä? Okay. Ja. Hier ist noch Flammen drin. Bist du tot? Nee, der guckt die ganze Zeit hier um die Ecke. Ja. Gut, das war's für ihn. Was? Einen habe ich ja, das genau wo die Granate explodiert ist mit den Flammen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt ehrlich gesagt gestorben bin. Der ich war weiß noch nicht. Hinter dir. Achso, okay. Ist um die Ecke gekommen. Verdammte Axt. Liegt ihr beide noch? Nein. Nein. Oh. Ja, verdammt. Hat das gerade für eine komische Toilette, wo der hingeguckt hat? Ich glaube, ich mach mal Slack raus und mach mal einen Vordergriff dran. Also noch kann ich nicht auf die Waffe schieben, weil ich die Gegner generell noch nicht so wirklich gesehen habe. Also ich habe jetzt bisher noch nicht verschossen, ich kam halt einfach noch nicht zum Schuss. Ja. Ist halt wie bei jedem Spiel, ne? Ja, ich kann nicht zum... Red Orchestra ist ja immer so fies, ne? Du bist aber tot, nix so, woher? Wo? Ja. Wo? Warum? Ja, da steht der halbe Karte hinter und schießt mit 1200 Meter. Mit der Musin oder so. Hätte ich auch schon lange nicht mehr gespielt, Red Orchestra. Ja, müssen wir auch mal spielen. Was so ein geiles Game ist. Hm. Müssen wir mal spielen. Kann da gerade einer, wollte ich fragen, und ja. Riga-Furzen. Dieser Percy da unten war, oder wie der heißt, der ist übrigens im Rumflame ständig. Ja, ja, wie laut auch sein Team ist. Wird schon gekickt hier, wirklich den ganzen Bootkick, aber bei mir kommt keine Anzeige. Okay. Mach mal links außen. Können wir machen, ja. Können wir die gleiche Position geben wie eben. War ganz nützlich eigentlich. Mhm. Einer mit einem Ping von 500, ey, fast, Alter. Dass die da überhaupt auf dem Tower bleiben dürfen. Ja, keine Ahnung. Krass. Ich muss sowieso sagen, Red Orchestra und Insurgency sind so Spiele, wo ich hohe Ping-Unterschiede, also ich hatte mal einen Ping von 200 bei Red Orchestra. Ja. Wo ich Livestream hatte, und bei Insurgency auch. Da hatte ich aber kein Gefühl, dass ich jetzt einen Nachteil hatte, weil ich hatte dann trotzdem genau die gleichen Chancen wie die welche mit 20. Echt? Ja, ich hatte geschossen und da war sofort tot, also ich hatte keinen Lex oder sowas, ne. Das ist ja komisch. Ja. Vielleicht ist es aber so ein Anzeigefehler irgendwie? Oder vielleicht ist es halt ein Feature. was mir hilft. Ja. Fand ich echt ganz cool, also so, ich glaube, bei Verdor war es, glaube ich, anders. Da war es nämlich so, dass er dann umgeleckt hat. Ja. Fand ich cool, also im Livestream ist das dann cool. Dann hast du halt einen Ping von 500, aber kannst halt trotzdem so spielen, wie du das spielen möchtest. Da kommen ganz oft immer Nachrichten, dass ich Livestream machen soll. Ich mach das halt. Gegner. Ja, ich hab's. Ja. Ja. Warum mach ich das gleich links im Gang? Ach, ihr seid beide tot? Ja, links im Gang hinter der Tonne. Bis auf, jetzt legen wir uns hier hin und warten. Auf jeden Fall. Jetzt kommt er gleich rum und holt mich. Diese Krankenwagengeräusche waren gerade in-game, oder? Ja. Okay. Zu in-game. Geht das gerade rum? Links von mir gerade ein Krankenwagen lang. Nee, ich glaube nicht. Soll ich umgucken? Soll ich nicht umgucken? Weil ich brauche dein taktisches Verständnis. Hast du eine Granate? Kann mal stehen. Da ist, der ist noch da. Achtung, der kommt jetzt. Der kommt jetzt hier um die Ecke. Ein bisschen cheaten hier, ne? Das ist ja noch schlimmer, wenn man weiß, ja. Gleich... Ah, brr. Gut, bin ich der Letzte? Mhm, komm schon. Ja, oh, bist du. Ne, bist nicht der eine, ist noch da. Alchemist Gamer. Krieg ich irgendwann den Namen, Alchemist Gamer. Schon mal gehört irgendwie. Schlimm, wenn man einen Raum sichert, in den Raum nicht... Vor dir. Vorne. Ach, ich wollte weg, ja. In die Flammen. Mhm. Das ist so, bei Zeugnis ist immer so, sind halt immer Stammspieler, ne? Den kennst du halt irgendwann mal. Zum Beispiel auch der ist ja noch drauf, der Hammerstone, der auf den bei den Search ist, den kenne ich auch schon. Einfach, weil ich den Namen schon so oft gelesen habe im Spiel. Ja. Sind halt die Stammspieler, ne? Die bleiben halt da. Hm? Ich meine, von 400 maximal Spielern, die so tagtäglich oder so spielen, was jetzt nicht wirklich viel ist, aber. Die Zielgruppe. Ja, gut, man findet halt trotzdem immer Spiele, ne? Wenn man jetzt gerade nicht zu fixiert ist auf einen bestimmten Spielmodus oder sowas, geht's eigentlich. Ja. Mit dem Match finden. Ja, Zielgruppe ist halt relativ gering, sag ich mal. Wo es eigentlich in Tang auch schon mal 20.000 Spieler gab, aber wahrscheinlich einfach eine Woche, kein Bock. Die Community ist auch relativ, ich sag mal, reif, oder? Finde ich. Ist nicht so. 90% sind reif, die 10% sind ein paar Trolle, die da meinen, sie müssten halt immer Teamkills machen. So. Ja, gut, die gibt's immer. Ich war das letzte Mal mit Schatz vom Korb gespielt, wo mir die ganze Zeit immer abgefackelt hat von der Granate, weil ich Sprengstoff legen wollte, er schmeißt um die Granate auf mich drauf. Echt? Beschwert sich dann, warum ich da rumstehe. Ja. Ja. Eine Runde haben wir noch, glaube ich.
GG, BB Noobs, GG, GG. Ach, also nicht. Ja, aber jetzt müssen wir entweder viermal gewinnen oder einmal von denen, dann haben wir die Runde schon vorbei. Okay. Wieder links lang? Wieder links lang, ja. Ne, ne, haben wir. Also, wir vorne. Verkacken die Map ganz schön, wa? Krass, ja. 3-0. Ich würde sagen, für die nächste Folge machen wir dann mal einen anderen Modus, oder? Können wir machen. Ihr könnt ja mal euch in die Kommentare schreiben bei Rico oder bei mir, was ihr für einen Wunschmodus habt, wenn, falls ihr das Spiel habt. Ja. Ansonsten, falls ihr das Spiel wirklich habt, dann könnt ihr euch mal bei uns bei Steam adden. Findet ihr ja bestimmt bei Rico und bei mir, also bei mir auf jeden Fall, bei Rico wahrscheinlich auch die Steam-Gruppe, da könnt ihr dann reinjoinen. Und dann könnt ihr dann immer beitreten, wenn wir spielen. Genau. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Und irgendwann ist auch die freundlichste Freunde. Bei mir ist langsam schon fast am Limit, also ich glaube, ich habe noch 10 Slots oder so frei. Muss man wieder was kaufen, weil sie wieder Slots bekommen. Bei der. Achso, echt? Wie viele Freunde darf man mitnehmen? Ich glaube insgesamt 100 und dann, wenn du Level aufsteigst, kriegst du manchmal so Freundeslots, so 30 mehr Freunde oder so. Also über 100 bin ich auf jeden Fall, aber ich habe keine Ahnung, wie viel ich machen nehmen darf. Keine Ahnung. Die sind doch bestimmt wieder im Gang da drin. Na, ich guck gerade. Nee, ist gerade keiner. Der Rico guckt gerade schon. Doch. Alter, wie alle drin hocken, hier fliegt einmal eine Granate rein ins Ende im Gelände. Ja, das stimmt wohl. Achso, hörst du dann, wenn jemand Kanal schmeißt, geben halt die Soldaten auch Tipps so. Also dann hörst du doch akustisch. Grenade oder sowas. Ich laufe hier gerade mal den Gang lang hoch. Ist jemand bei mir? Also so unfair ist es auch nicht. Also wie halt auch gestern. Wenn halt irgendwas passiert, Scharfschütze sowas, dann schreien sie halt doch gleich so rum. Muss ja nur wissen, wo es halt ist, ne? Ach, wenn er rauskommt, auf die Parkplatzfläche oder so auf die Markt, am Fenster ran, Gegner. Okay. Am Feuer sehe ich diesmal keinen. Okay, ihr seid sowieso gerade woanders. Schatz, du bist ja, würde mal hinziehen, genau. Könnte sein, dass einer Gegner gleich rausrennt. Oh, ich will hier in Deckung. Lass mich doch in Deckung. Ich komme hier nicht um die Ecke. Ich bleib an diesen scheiß Säcken da hängen oder was das sind. Gibt's ja, einen Generator bleib ich hängen. Bist du tot? Nee, ist schon gut. Ich bin tot. So, jetzt oben rechts am Fenster. Da liegt genau, lege ich. Oh, nee. Hier das. Toll. Bist allein? Ja. Super. Da. Sehr schön. Einer war, wenn du. Da, wo ich lang wollte. Sehr schön. Okay. Könnte einer von rechts. Hinter dir, ja. Okay. Ich wollte gerade noch sagen, könnte vielleicht einer von rechts kommen, scheiße. Aber bist die wertvollste Spielerin. Ist auch was Feines. Aber immer noch 2 Leute mitgenommen. Auf jeden Fall. Gut. Ich habe, glaube ich, wieder keine. Doch, ich habe 2 Leute abgeschossen. Ja, das war's aber auch schon für diese Folge, ne? Diesmal ein bisschen kürzer, 12 Minuten passt aber ganz gut. Ja, gut. Und diese Runde, wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns beide über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, Rico ist in der Beschreibung verlinkt. Ja. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zur neuen Folge von Insurgency. Tschüss. Tschüss.